Herzlich willkommen zu einem zweiten Video hier heute auf meinem Kanal. Direkt der Disclaimer, das hier ist Video Nummer 2, was heute online kommt. Wenn alles nach Plan läuft, kommt das hier am 9.01. Bedeutet, Liverpool-Karriere kam heute um 14 Uhr schon. Alle, die das Video noch nicht gesehen haben, abschalten an dieser Stelle, jetzt Pause machen, neuen Tab öffnen oder in der App halt auf meinen Kanal gehen und erstmal das Liverpool-Video gucken. Das wäre mir wichtig, das ist nämlich ein viel wichtigeres Projekt als dieses kleine Video, denn hier heute wollen wir nur das Totti wählen, also erst Liverpool-Karriere gucken, dann gerne hierher zurückkommen. Aber wenn ihr schon Liverpool-Karriere geguckt habt, dann viel Spaß jetzt mit dem zweiten Video, denn im letzten Jahr habe ich es schon gemacht und in diesem Jahr würde ich es gerne wieder machen, nämlich mein persönliches Totti wählen. Ich spiele ja kein Ultimate Team, finde aber trotzdem, dass das immer eine ganz gute Chance ist, mal so die Elf des Jahres zu küren, auch wenn natürlich nicht alle Spieler am Start sind, die man gerne hätte genommen hätte. Im letzten Jahr war es beispielsweise ein Alaba, der mir gefehlt hat. In diesem Jahr ist mir noch keiner so richtig aufgefallen, aber ich tue mich auf jeden Fall auf einigen Positionen schwer. Wir gehen rein und lasst natürlich auch hier gerne einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr häufiger mal was sehen wollt, wo ich auch ein bisschen über Fußball einfach rede. Mir macht das auch mal ab und an ganz, ja, doch relativ viel Spaß. Und ansonsten natürlich Abo dalassen, vor allem für EAFC, HSV-Karriere, Liverpool-Karriere, Spieler-Karriere und Sprint to Glories kommen natürlich nach wie vor regelmäßig und täglich. So, wer das Totti nicht kennt, dem kann ich nicht helfen. Das ist halt das Team of the Year, deshalb Totti. Und da gibt es halt dann Special-Karten in Ultimate Team in EAFC 24. Und die Community darf wohl angeblich entscheiden, ob am Ende dann wirklich das Community Voting genommen wird. Weiß ich nicht, aber ich glaube eigentlich schon. Und deshalb starten wir rein. 4-3-3, das ist immer die Formation im Totti. Deshalb, dort haben wir leider keine Auswahlmöglichkeiten. Finde ich aber auch okay, weil so hat man eigentlich eine ganz gute Vergleichbarkeit. Und fangen an chronologisch mit dem Torhüter. Vorneweg noch, ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne mein Totti am Ende kommentieren in den Kommentaren oder euch auch euer Totti unten reinschreiben. Bin da mal gespannt, weil ich glaube, es gibt echt einige Positionen, die ganz klar sind und einige, die weit auseinander gehen werden. Auch nochmal gesagt, Totti bedeutet, das Jahr 2023 ist gemeint, also nicht die vorherige Saison, sondern wirklich das Jahr von Januar bis eben 31. Dezember. So, jetzt aber wirklich rein. Und ich muss gleich ja schon mal sagen, die Auswahl bei den Torhütern finde ich ja schon mal schwierig. Also Alisson, okay, Liverpool, aber Liverpool letztes Jahr nicht stark. Dieses Jahr sind sie natürlich wieder stark und Alisson wird immer ganz okay gewesen sein. Ederson, Premier League gewonnen, Champions League gewonnen. Samba mit Lens eine überragende Saison gespielt, aber leider, ehrlich gesagt, habe ich keine Sekunde von Samba gesehen. Kobel, das kann ich sehr gut beurteilen. Sehr, sehr guter Torhüter. Chesney, weiß ich nicht, was der bei Juve gemacht hat. Aber gut, vielleicht hat das sich verdient. Maignan, natürlich auch ein Riesentorhüter. Oblak genauso, aber von Oblak habe ich auch lange wenig gesehen. Und Ter Stegen natürlich auch mit Barca Meister geworden. Und ja, eine ziemlich ordentliche Saison gespielt. Ich glaube, in der Meistersaison hatten die doch irgendwie so ganz lange ganz, ganz wenig Gegentore. Das dürfte aber noch 2022 gewesen sein. 2023 war aber auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Jetzt dann hinten raus, glaube ich, aber auch mal ein bisschen verletzt. Und ja, ich werde dann hier eine Wahl tätigen, mit der ich überhaupt nicht zufrieden bin. Aber der gute Mann, Ter Stegen, hat nur La Liga gewonnen. Oblak hat nichts gewonnen. Maignan hat Champions League Halbfinale gespielt. Chesney, keine Ahnung, was Juve gemacht hat. Kobel hat nichts gewonnen. Samba hat eine sehr starke Saison mit Lens gespielt, aber Meister sind sie am Ende nicht geworden. Ederson, also Lens ist doch nicht Meister geworden, oder? Oder bin ich irgendwie völlig falsch? Ederson hat Champions League gewonnen und Premier League gewonnen und Alisson hat auch nichts gewonnen. Und deshalb gehe ich hier tatsächlich so ein bisschen nach der Ballon d'Or-Regel. Der mit den besten, meisten Titeln holt das Ding. Ich mag Ederson als Torwart eigentlich gar nicht so gerne. Ich finde den auch irgendwie ein bisschen komischen Typ, aber ja, ich muss auch sagen, es hat für mich kein Torhüter so richtig hervorgestochen. Also ehrlich gesagt habe ich von Oblak ziemlich lange nichts mehr gesehen, Chesney auch nicht. Also halt mit nichts gesehen meine ich nicht, dass ich gar keine Spiele von denen gesehen hätte, aber halt nichts komplett Krankes. Also ich glaube, die allerbeste Zeit von Oblak ist vorbei. Chesney, ja, also hat Juve bestimmt einige Dinger gesaved, aber
den besten Torwart ist er jetzt auch nicht. Alisson, finde ich, kannst du nicht nehmen nach der Liverpool-Saison 2022, 2023 und 2023 ist nun mal das Jahr hier vom Toti. Samba war bestimmt krass. Kobel war auf jeden Fall krass, aber hat halt auch irgendwie nichts gewonnen. Maignan wird auch heftig gewesen sein, aber das reicht mir nicht. Die andere Alternative wäre für mich noch Ter Stegen gewesen. Den hätte ich noch durchgehen lassen, aber sonst, ja, finde ich, hat Ederson sich das am Ende aufgrund der beiden Titel am meisten verdient. So, die Verteidiger, also da haben wir wirklich sehr viel Auswahl, aber auch hier tue ich mich am Ende des Tages sehr schwer, muss ich sagen, hier einmal alle zu sehen. Also es sind wirklich einige, aber auch einige, wo ich mich echt frage, was machen die hier? Also erstmal frage ich mich, was dieses Toti hier mit Juve hat, weil Juve hat doch keine gute Saison gespielt. Jetzt sind sie wieder vorne einigermaßen dabei, aber überragend war das alles nicht. Dennoch ist hier mit Bremer schon der zweite Juve-Spieler am Start. Auch so ein Gaia, da wundere ich mich zumindest mal, wieso der hier ist. Valencia in den letzten Jahren nun wirklich ja auch nicht gerade überragend. Mittlerweile ist er Kapitän da. Kann gut sein, dass er sie komplett carried und dass sie nur wegen ihm nicht absteigen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich verfolge Valencia jetzt nicht so genau. Wenn das einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber erstmal zu so ein paar einfacheren Sachen, und zwar Ruben Dias. Ich glaube, den hatte ich letztes Jahr schon in meinem Toti drin. Dieses Jahr muss er erst recht rein. Premier League gewonnen, Champions League gewonnen, absolut verdient. Sein Partner in der Innenverteidigung, ein Mann, ja, den ich sehr mag als Arsenal-Fan, Saliba, ist auch am Start, überragend gewesen in der Premier League. Also, wäre Arsenal Meister geworden, dann wäre es auch sein Verdienst gewesen, unter anderem. Also, Saliba wirklich sehr, sehr stark und hat sich für mich auch ein Toti, eine Toti-Karte verdient. Damit 3 von 11 Spielern schon aus der Premier League. Mal gucken, wie es weitergeht. Trent Alexander-Arnold, der wird es nicht reinschaffen. Ja, Liverpool ist gerade krass und Trent Alexander-Arnold ist auch sehr krass. Aber ja, die Rückrunde 2023 von der Saison 2022-23 war nicht gut genug in meinen Augen, als dass er sich das verdient hätte. Van Dijk, nee, also nach der Liverpool-Saison kann ich das nicht machen. Ich glaube, ganz viele werden ihn wie immer reinpacken. Aber ich finde, jetzt ist auch mal Zeit für andere. Clans war wieder stark, der Franzose. Frimpong, haben wir viel gesehen in der Bundesliga, ist auf jeden Fall ein Kandidat. Stones finde ich auf jeden Fall auch ein Kandidat, jetzt aber in dieser Saison, glaube ich, verletzungsbedingt auch ein paar Spiele gefehlt. Einer, der für mich fast schon rein muss, ist Grimaldo. Der gute Mann wird wahrscheinlich kaum eine Chance haben, am Ende des Tages wirklich im Toti zu landen, aber der war bei Benfica die Rückrunde noch richtig, richtig stark. Natürlich nur Portugal, aber in der Bundesliga ist er jetzt gefühlt Topscorer, also nur gefühlt, er ist nicht wirklich Topscorer, wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube Topscorer von Leverkusen ist er. Überragend, also für einen Linksverteidiger so krass. Und sorry, für mich muss er hier rein. Er geht auf die linke Seite. Grimaldo, damit ein Spieler aus der Bundesliga. Vielleicht etwas überraschend. Dante riesig mit Nizza unterwegs mit 40. Das ist so geil. Dante sowieso so ein toller Spieler. Marquinhos, PSG-Spieler finde ich ganz schwierig. Di Marco auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Aber so richtig überzeugt hat er mich dann doch nicht. Kim Min-jae, über den müsste ich echt nachdenken. Mats Hummels ehrlich gesagt auch. Weil der war sowohl in Rückrunde und jetzt auch in der schwierigen Hinrunde vom BVB sehr, sehr, sehr stark. Ja, Martinez Quarta, kann ich nichts zu sagen. Bastoni ist natürlich auch stark. Bremer, weiß ich jetzt auch nicht, warum der hier ist, aber gut. Theo Hernandez hat mir zu wenig gezeigt, um ehrlich zu sein. Di Lorenzo hätte das auf jeden Fall auch verdient wegen der Meisterschaft mit Napoli, aber also er ist sehr gut auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt einen Rechtsverteidiger nehmen müsste, wäre es wahrscheinlich er oder Frimpong, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich eher noch ein weiterer Innenverteidiger. Otamendi auch stark, Koundé hat sich ja auf jeden Fall auch die Auswahl verdient. Wundert mich so ein bisschen tatsächlich, dass Araujo es nicht geschafft hat. Jesus Navas, wenn man allein überlegt, was für einem Alter der hier immer noch unterwegs ist. Und halt Gaia, mit dem ich ehrlich gesagt wenig anfangen kann. Also Koundé, Di Lorenzo sind für mich noch so in der Auswahl. Mats Hummels, Kim Min-jae. Und ja, ich würde dann am Ende, ja, Frimpong könnte man vielleicht auch noch machen, Stones würde auch gehen, aber ich würde tatsächlich mit Kim Min-jae gehen, um einerseits seine Leistungen mit Napoli zu würdigen und dann auch einen mutigen Transfer nach nur einem Jahr in Italien zu den Bayern und dort halt auch direkt Stammspieler geworden. Also das ist schon ein starker Verteidiger. Ich bin mit den ersten drei Verteidigern eigentlich sehr zufrieden. Ich finde, Grimaldo gehört hier rein.
Der vierte finde ich, wie gesagt, sehr schwierig. Bin da auf eure Toti-Wahlen gespannt, also gerne in die Kommentare. So, aus vier Verteidigern werden jetzt drei Mittelfeldspieler. Ødegaard, Rice, Mitoma, Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Bruno Guimarães, Bowen, Golovin, Wirtz, Xhaka, Musiala, Sané, Brandt, Grifo, Barella, Chiesa, Rabiot, Mahrez tatsächlich, Milinkovic-Savic, Petri, Gündogan, Alex Garcia, hat ja auch mal bei City gespielt, Jude Bellingham, Toni Kroos, Modric, Tchouaméni und Valverde. Fünf Spieler von Real Madrid. Ist das krass. Fünf Spieler. Du kannst nicht mal fünf Spieler in den Mittelfeld packen, so mäßig. Das ist der Wahnsinn. Die sind alle fünf fürs Totti nominiert. Ja, fangen wir mit dem leichtesten an. Jude Bellingham. Straight up. Ja, packen wir mal auf die linke Seite. Jude Bellingham gehört hier rein. Stark mit dem BVB, noch stärker mit Real Madrid. Jeder, der Jude Bellingham nicht reinpackt, der hat keine Ahnung. Also sorry, tut mir leid, der hat einfach keine Ahnung. Ja, über seine Teamkollegen muss ich natürlich auch nachdenken, weil Valverde eigentlich immer stark, aber hatte jetzt nicht so das Scoring-Output. Zumindest nicht in der Hinserie bis jetzt. Tchouaméni, boah, finde ich hier den schwächsten von den vier weiteren Realspielern. Modric Kroos, also für die kannst du eigentlich immer einen Case machen. Aber würde ich jetzt erstmal nicht. Gündogan natürlich mit City Champions League gewonnen. Glaube ich ja auch als Kapitän. Aber halt bei Barca jetzt auch noch nicht so 100% da. Petri, ja, Milinkovic-Savic, Mahrez, ganz ehrlich, auf die kann ich verzichten. Rabiot, Chiesa könnte man auf jeden Fall machen. Barella, natürlich auch Champions League-Finale mit Inter. Grifo, ist einfach so geil, dass Grifo jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren immer im Totti-Wahl steht. Da war letztes Jahr nicht auch Rizzo Doan hier ganz random drin. Also Mittelfeld war letztes Jahr ganz komisch. Julian Brandt, aber das reicht nicht mehr ohne Meisterschaft. Leroy Sané, wirklich ein Spieler, wo ich nachdenken muss. Hätte ich ihn halt, ja, also könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Musiala, Xhaka kann man Case machen, ultra stark bei Arsenal, jetzt auch sehr stark bei Leverkusen, Wirtz natürlich stark gewesen. Golovin habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber dass der Russe grundsätzlich viel drauf hat, das weiß ich. Bowen arbeitet auf jeden Fall aktuell daran, dass er nur noch ein Transfer davon entfernt ist, bald mal im Totti zu stehen. Bruno Guimarães, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, hier die drei Jungs vom Champions-League-Sieger Mitoma, der natürlich ja die Welt verzückte, Declan Rice und Ødegaard. Ødegaard Vizemeister mit Arsenal und Declan Rice hat doch die Conference League, glaube ich, gewonnen mit West Ham noch. Also ein Mann, der hier auch auf jeden Fall rein muss, das ist Rodri vom Champions League Sieger, Siegtorschütze ja auch gewesen, also der gehört hier auf jeden Fall rein. So, und jetzt wird's schwer, weil wir haben KDB und ich glaube, der wird von den allermeisten reingepackt, aber KDB hat seit dem August kein Spiel mehr gemacht gehabt in 2023, hat jetzt ja glaube ich gerade sein Comeback im Pokal gegeben, und weil er 4 Monate, ein Drittel vom Jahr kein Spiel gemacht hat, ist er für mich tatsächlich raus. Bernardo Silva bleibt dann für mich. Declan Rice, weil der war richtig stark bei Arsenal und eben Conference League gewonnen mit den Hammers. Ødegaard als Kapitän von Vizemeister Arsenal auf jeden Fall auch eine Option. Xhaka wird Musiala. Musiala finde ich jetzt nicht so. Sané auf jeden Fall auch eine Option. Also die dritte Position hier im Mittelfeld, die ist hart umkämpft. Ja, und natürlich kannst du auch einen Gündogan reinsetzen, hat ja genauso die Champions League gewonnen. Toni Kroos, Modric, Valverde, einer von den dreien geht, glaube ich, immer. Ich glaube, Valverde hatte ich letztes Jahr sogar reingewählt. Aber wenn ich mir vergleiche, letztes Jahr Valverde gegen dieses Jahr Valverde, ist das schon ein bisschen schwächer. Barella hätte auch einen Case. Boah, das ist super schwer. Boah, also ich tendiere gerade zwischen Rice und Bernardo Silva am meisten. Der eine hat halt Champions League gewonnen und Declan Rice hätte das schon verdient, ne? Aber Champions League und eben Premier League wiegt dann wahrscheinlich doch mehr. Rice braucht, glaube ich, den Titel mit Arsenal, um es zu schaffen. Ich glaube, ganz viele werden KDB reinpacken, aber wie gesagt, 4 Monate, ein Drittel vom Jahr gefehlt, wofür er natürlich an sich nichts kann, aber dann gebe ich ihn doch lieber Bernardo Silva, der halt, ich glaube, das ganze Jahr fit war. So, und damit der Angriff. Ich glaube, ich werde am Ende auch sagen, wer mein 12. Mann wäre. Es gibt ja immer noch einen 12. Mann. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Jahr auch gesagt habe, aber der Angriff auf jeden Fall. Bukayo Saka, Mo Salah, Grealish, Haaland, Son, Ousmane Dembele, Lee, Mbappé,
Kolomoani, Hurricane, Openda, Guirassy, Martinez, Rafael Leao, Kvaratskhelia, Osimhen, Berardi, Taremi, Benzema, Ronaldo, Griezmann, Morata, Lewandowski, Vinicius Junior, Kubo, Gerard Moreno und Lionel Messi. Nicht ausrasten bitte, Messi-Fans, das war jetzt hier nur ein kurzer Joke am Rande, aber Kriech ist der Goat. Dennoch auch der Goat und der Vize-Goat Messi werden es hier heute nicht reinschaffen. Oh Gott, ich glaube, da habe ich gerade einen riesen Fehler gemacht. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Naja, gut, Schwamm drüber. Bitte zerstört mich nicht in den Kommentaren. Wir fangen an mit dem Mann, der letztes Jahr nur 12. Mann wurde, dieses Jahr aber ganz, ganz sicher drin ist. Erling Haaland, Torrekord in England gebrochen, Champions League, Premier League gewonnen. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, Erling Haaland. Wer, wenn nicht er, muss in diesem Team sein? Ja, und auch wenn sein, ja, hoffentlich bald ewiger Kontrahent Kylian Mbappé keine Champions League hat, gehört auch er in dieses Team. Er ist halt einfach, ja, einer der besten Stürmer der Welt. Mal gucken, wo er jetzt hinwechseln wird. Premier League, gab ja gerade Gerüchte von Fabrizio, Real Madrid, oder bleibt er am Ende doch bei PSG? Wenn ich heute Geld wetten müsste, sage ich, er bleibt bei PSG. Ich hoffe es nicht, aber mittlerweile traue ich es ihm leider zu, muss ich einfach so sagen. So, und damit bleibt nur noch eine Position offen. Wir haben Messi, der natürlich, was hat Messi eigentlich gemacht, 2023? Ja doch, 2023. Was hat er gemacht? Der ist irgendwann in Urlaub in die USA geflogen und irgendwie nicht zurückgekommen. Naja, Cristiano Ronaldo, der hat die meisten Tore geschossen in 2023 mit 38. Ja, nicht schlecht, Grisch. Benzema, was hat der gemacht? Weiß ich auch nicht. Ja, Guirassy, natürlich, krass, aber eigentlich auch nur Hinrunde in dieser Saison. Kolomoani war gut, aber jetzt auch nicht so gut. Salah kann es natürlich immer einen Case für machen. Bukayo Saka, der Starboy, natürlich auch. Grealish als der Zuarbeiter schlechthin bei Manchester City. Und am Ende wird es Harry Kane, weil Harry Kane still und heimlich eine überragende Premier League-Saison gespielt hat bei Tottenham. Keiner hat es mitbekommen, weil Haaland halt 36 Tore, waren es 36? Ich glaube ja, 36 Tore gemacht hat. Harry Kane hatte 32 oder so. Also das ist so krank. Und dann kommt der nach Deutschland für etwas unter 100 Millionen, waren es glaube ich jetzt am Ende, und macht einfach weiter, so als wäre es nichts. Ist der wichtigste Spieler in der Offensive mit Leroy Sané bei den Bayern. Und ja, muss in diesem Team of the Year sein. Muss er einfach. Ich glaube, es wäre dann das zweite Mal, dass er im Totti ist, wenn er reingewählt werden sollte. Und ich glaube, er wird es ziemlich, ziemlich sicher. Und ja, das ist meine Auswahl. Bin ich so ganz zufrieden? Nee, eigentlich nicht. Also Kim Min-jae, Grimaldo, Bernardo Silva. Ich glaube, das wären schon so drei Spieler, wo ich sage, da würden mir schon, und auch hier Ederson im Tor, vier Spieler eigentlich, wo mir vielleicht noch irgendwie, ja, geilere Spieler eingefallen wären, aber ehrlich gesagt muss ich jetzt aus dem Stegreif sagen, könnte ich jetzt auch nicht behaupten, dass ein Davis ein besseres Jahr gespielt hätte als Grimaldo. Also hat Davis nicht, auf gar keinen Fall. Hinten rechts, lass mal ganz schnell überlegen. Nee, fällt mir jetzt aus dem Stegreif auch keiner ein. Wer hat denn hinten rechts gespielt? Hier, das Walker nicht drin, ist das ein bisschen frech? Walker hätte ich auf jeden Fall mal in der Auswahl stehen müssen. Als Champions League Sieger finde ich so, aber gut, ansonsten Ederson im Tor, ja, Courtois halt auch lange verletzt jetzt gewesen, das ist schon okay, dass der nicht dabei war, Manuel Neuer war komplett raus das Jahr, ja, also im Tor war es wirklich schwierig, glaube ich, in diesem Jahr. Deshalb ist Ederson da, glaube ich, schon die richtige Wahl, auch aufgrund der Titel, die er einfach gewonnen hat. Bernardo Silva, wie gesagt, wenn KDB fit bleibt, dann steht da KDB, aber er war halt nicht fit und vorne, das ist halt brutal, ne, Mbappé, Haaland, Kane, das ist schon richtig so. Cristiano Ronaldo, meiste Tore 2023 geschossen, aber halt auch in Saudi-Arabien, also sorry, da kann ich den Mann so sehr lieben, wie ich will, aber ich kann schon noch die Realität so ein wenig einschätzen. Und ja, 12. Mann, das gebe ich jetzt noch eben rein. Und da braucht man eigentlich auch nur ins Mittelfeld zu gucken und in die Offensive. Declan Rice wäre echt geil, aber es wird eigentlich immer halt ein Offensivspieler. Chaka, Sané wären auch geil gewesen. Der 12. Mann, ja, Mo Salah, auf jeden Fall eine Option. Ronaldo, also ich, ja,
Ronaldo? Ne? Ich weiß es gar nicht. Könnte man vielleicht doch einen Case für Ronaldo machen? Griezmann schraubt übrigens ganz doll daran, dass wir in einem Jahr hier sitzen und Griezmann sagen werden. Und zwar nicht als 12. Mann, sondern als 3. Mann hier vorne. Lewandowski auf keinen Fall. Messi, wie gesagt, halbes Jahr Urlaub in den USA gemacht in diesem Jahr. Da braucht man nicht so viel zu erwarten. Saka, Salah oder Ronaldo? Das ist für mich jetzt die Auswahl. Saka, Salah oder Ronaldo? Also Salah wird es wahrscheinlich werden, glaube ich. Aber Ronaldo wäre halt so geil nochmal. Noch ein letzter Toti Ronaldo. Oh, die Vorstellung alleine lässt mich hier gerade ein bisschen zu sehr träumen. Ja, scheiß drauf. Ronaldo ist mein 12. Mann. So, da habt ihr ihn. Ronaldo vorne rein, scheiß auf Haaland. 12. Mann, Cristiano Ronaldo, da haben wir es doch. Gut, aber Haaland kommt natürlich wirklich hier rein. Ja, das war mein Toti. Ich werde hier gleich meine Stimme abgeben. Euer Toti. Das ist mein Wunsch hier heute an euch. Wenn ihr schon die Liverpool-Karriere geguckt habt, gerne auch hier nochmal einen Kommentar schreiben. Wie sähe euer Toti aus? Bitte keine zu große Messi-Ronaldo-Diskussion. Ich weiß, wenn man alle Zahlen anguckt, ist Messi der bessere Spieler. Aber Ronaldo ist der geilere Spieler. Gut, das war auf jeden Fall ein Fehler, dass ich damit hier heute angefangen habe. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier ganz entspannt meinen Toti wählen. Habe ich jetzt dann auch gemacht. Wie gesagt, ein paar Positionen finde ich ein bisschen schwierig in diesem Jahr. Torwart, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ZM. Aber ansonsten ist das halt ein überragendes Team mit vielen Spielern, die sich das absolut verdient haben. Am Ende haben wir 4 Ligen dabei. Nur aus Italien ist keiner am Start. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aus der Premier League haben 3 aus der Bundesliga tatsächlich mit Kane, Minjay und auch Grimaldo. Einen aus der La Liga und einen aus der Ligue A. Das war's für dieses Video. Daumen da lassen, Kommentare schreiben, bewerten das Ganze hier und euer eben auch unten reinschreiben. Und ansonsten habe ich hier auch den Link, glaube ich, in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke, wenn ihr das hier nochmal selbst machen wollt. Wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, HSV-Karriere. Wenn dieses Video, wie gesagt, planmäßig am 9. um 17 Uhr online kommt, dann sollte das soweit auch stimmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.